Hallo und herzlich willkommen zu den OFTV News. Wo ist Nina Asim aus Dreieich-Sprendlingen? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 56 Jahre alten Vermissten. Frau Asim ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hatte dunkle lange Haare und trägt eine Brille. Die Gesuchte wurde zuletzt am 1. Februar in der Herrnröther Straße gesehen. Das Darmstädter Energieunternehmen Entega spendet seit vielen Jahren für gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in der Region. Jetzt verteilte die Geschäftsführung insgesamt 12.000 Euro in den Kreisen Offenbach, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald sowie in Darmstadt. Zweimal 1.000 Euro gingen in den Kreis Offenbach an den Sportkreis, der sein 75-jähriges Bestehen feiert, und an den Reit- und Fahrverein Seligenstadt. Er hat einen neuen Kompakttraktor für die Reithallen angeschafft. Die Maskenpflicht ist gefallen, jetzt auch in den Zügen. Dazu fragen wir einen, der sich auskennt, den Virologen Dr. Martin Stürmer von einem Labor in Frankfurt. Und er kommt auch hier aus dem Kreis Offenbach. Das ist uns besonders sympathisch. Ist Ihnen denn der Fall der Maskenpflicht auch sympathisch, Herr Dr. Stürmer? Ich würde mal sagen, es ist eine logische Konsequenz aus dem Infektionsgeschehen, wie sie sich aktuell darstellt. Ich meine, wir müssen ehrlich sein, wir haben, was Covid betrifft, eine andere Dynamik erwartet. Natürlich testen wir nicht mehr allzu viel, aber wenn wir das Infektionsgeschehen betrachten, so sind doch die Zahlen eher marginal. Und auch die anderen Erkältungserkrankungen gehen sukzessive wieder zurück. Insofern kann man nachvollziehen, dass jetzt eben vor allem auch gerade im Fernverkehr die Maskenpflicht ausgesetzt wird. Da wird nicht allzu viel an Infektionen rumgekommen sein. Und bei diesem Infektionsgeschehen und bei der Situation, wie wir sie aktuell in Deutschland haben, ist das sicherlich auch nicht mehr gerechtfertigt. Und der öffentliche Personennahverkehr, der ja bekanntermaßen eine Quelle von Erkältungserkrankungen ist, ja, das hatten wir vor Corona auch. Die Gesundheitssysteme sind auch durch die neuen Varianten nicht überlastet. Wir sehen keine massiven Anstiege der Fallzahlen. Also auch hier kann man sicherlich mit durchaus einer gewissen Rechtfertigung diesen Schritt auch gehen, am öffentlichen Personennahverkehr die Maskenpflicht zurückzunehmen. Jetzt hören wir aus China, da gibt es sehr viele Infektionen, sehr viele Menschen bekommen Corona sehr schnell. Das klingt nach der Entwicklung vieler neuer Varianten, vielleicht auch gefährlicher Varianten. Was sagen Sie dazu? Ja, natürlich ist im Augenblick die Situation in China durchaus mit Sorge zu betrachten. Das Virus trifft auf eine nahezu ungeschützte Bevölkerung, die anders als wir in anderen Teilen der Welt durch viele Infektionswellen und Impfkampagnen eine entsprechende Immunität aufgebaut haben, kann sich das Virus doch hier relativ frei an den Menschen anpassen, hat nicht diese Notwendigkeit, eben diese Immunflucht auch noch betreiben zu müssen. Insofern besteht natürlich die Möglichkeit, dass sich hier andere Varianten entwickeln als die, die wir bis dato in Europa kennen. Ich halte es nur für sehr unwahrscheinlich, dass sich hier tatsächlich eine Variante entwickelt, die klinisch wieder deutlich aggressiver sein wird, so wie wir es vielleicht auch von der Delta-Variante kennen. Insofern bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass wir das sorgfältig beobachten müssen, uns aber hier im Rest der Welt nicht unbedingt große Sorgen machen müssen. Das heißt, wie geht es jetzt weiter mit Corona? Ja, ich denke, wir haben ganz wichtige Hausaufgaben vor uns. Wir sind jetzt in einer guten Situation in Deutschland. Selbst die BQ.1.1-Variante, die ja durchaus ein gehöriges Potenzial wieder hat, unserer Immunantwort zu entkommen, noch die in Amerika sich sehr stark ausbreitende XBB.1.5-Variante, führen dazu, dass wir hier großartig uns Sorgen machen müssen. Wir haben eine gute Immunität in der Bevölkerung. Wir haben einen sehr guten Schutz vor schweren Verläufen. Die wichtige Frage ist, wie lange hält das an? Und was ist notwendig, um diesen Schutz wieder zu generieren? Reicht es dafür, dass wir uns immer mal wieder mit Varianten anstecken? Oder brauchen wir, ähnlich wie für die Virusgrippe, eine Schutzimpfung für die vulnerable Bevölkerung? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, den wir klären müssen. In welchem Rhythmus, wenn wir solche Impfung machen, brauchen wir sie? Müssen wir da Variantenanpassungen vornehmen?
Und auch das Thema Long-Covid ist ja noch nicht abgeschlossen. Auch hier haben wir noch Hausaufgaben zu tun. Und wenn wir das alles abgearbeitet haben, dann können wir sicherlich sehr entspannt zur Normalität zurückgehen. Nun haben wir aber herausgefunden, die deutsche Bevölkerung ist nicht unbedingt so sehr impffreudig. Viele sind grundsätzlich gegen Impfungen oder speziell gegen diese neue Impfung. Das gibt vielleicht dann auch nochmal Schwierigkeiten, wenn das notwendig sein sollte, sich jedes Jahr wie für die Grippe oder gegen die Grippe impfen zu lassen. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich auch eine andere Einstellung zu den Dingen habe. Ich bin also jemand, der diese Schutzimpfungen als sehr wichtig empfindet, sie auch wirklich jedem empfiehlt und sage, nehmt sie wahr, weil man spart sich damit sehr viel Ärger. Ich weiß, dass da eine hohe Skepsis in der Bevölkerung ist, vor allem gegen die mRNA-Impfstoffe, die ja relativ neu sind. Auf der anderen Seite müssen wir als Gesellschaft auch damit leben, dass nicht jeder so sich an diese Empfehlungen auch hält. Das kennen wir von der Virusgrippe, da ist der Impfstoff vorhanden. Auch da wird er nicht in der breiten Masse genutzt, wie er vielleicht zu nutzen wäre. Und in schweren Grippewellen versterben dann eben halt auch nochmal 30.000, 40.000 Menschen daran. Und da muss man sicherlich Aufklärungsarbeit nochmal leisten, Überzeugungsarbeit. Auf der anderen Seite gibt es welche Menschen, die werden wir nie erreichen. Und das muss die Gesellschaft auch lernen, damit umzugehen. Das ist halt eben die berühmte Eigenverantwortung, wo dann jemand einfach für sich das Risiko in Kauf nimmt, zu sagen, solange ich keine anderen damit schädige, kann ich damit leben, wenn jemand auf diese Impfung verzichtet. Jetzt gibt es ja Impfungen nur für die alte BA-Variante. Sollte man sich jetzt, wo die Infizierungsraten zurückgehen, wirklich doch nochmal impfen lassen, ein viertes und fünftes Mal? Ja, das bleibt die spannende Frage, wie lange jetzt der Schutz vor schweren Verläufen tatsächlich anhält, nach den Wellen an Infektionen und Impfungen, die wir durchgemacht haben. Ist das berühmte halbe Jahr? Sollte ich tatsächlich, wenn es ein halbes Jahr her ist, nochmal eine Impfung, eine Boosterung in Anspruch nehmen? Oder kann ich damit ein Jahr warten oder sogar noch länger? Und es reicht, wenn ich mich mit einer neuen Variante einfach mal kurz infiziere, 2 Tage ein bisschen mich krank fühle und dann ist gut. Ich glaube, das ist noch eine ungeklärte Sache. Ich würde gerade den Risikogruppen, also Grunderkrankungen, vorliegende Grunderkrankungen oder eben das entsprechende Alter, durchaus empfehlen, nach Rücksprache mit dem Hausarzt weitere Impfungen in Anspruch zu nehmen. Das ist zwar durch die Ständige Impfkommission nicht empfohlen, ich halte es aber, solange wir es nicht besser wissen, für durchaus sinnvoll, es so zu machen. Okay, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Auskünfte zur aktuellen Corona-Lage. Sehr gerne. Die Lederstadt macht's vor und geht bürgerfreundlich voran. Am Donnerstag konnten Interessierte zum ersten Mal die Stadtverordnetenversammlung in Offenbach daheim vom Sofa aus verfolgen. OFTV übertrug die Diskussionen aus der Stadthalle live. Wunsch Großeltern dringend gesucht. Das ist ein Aufruf der städtischen Ehrenamtsbüros und des Kinderschutzbunds Rödermark zum Mitmachen. Aufgrund der hohen Nachfrage werden Ehrenamtliche zur Verstärkung des Teams gesucht. Ältere Menschen besuchen junge Familien in Rödermark, die dort keine Angehörigen haben und sich den Kontakt zur älteren Generation für ihre Kinder wünschen. Wer dabei ist, erhält Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ist während des Engagements versichert. Kühlschränke, die älter als 10 Jahre sind, kosten schnell mal 80 Euro mehr im Jahr als moderne Geräte. Die Stromkosten eines Wäschetrockners betragen jährlich mehr als 100 Euro. Um sich dieser Ausgaben bewusst zu werden, verleiht die Stadt Dreieich ab sofort und kostenfrei Strommessgeräte. Dreieicher Bürgerinnen und Bürger können so den Stromverbrauch von Haushaltsgeräten überprüfen, Stromfresser identifizieren und durch Gegenmaßnahmen Energie sparen. Eine besonders erfolgreiche Veranstaltung war für OFTV die Stadtmeisterschaft im Fußball in Offenbach. Jetzt ist uns zugeschaltet der Teamleiter des siegreichen OSC Rosenhöhe, Christoph Eirich. Herzlich willkommen, Christoph. Schönen guten Abend, hallo. Ja, nochmal einen Glückwunsch zum Gewinn der Offenbacher Fußball-Stadtmeisterschaften in der Halle.
eine großen Höhe hat gegen den OFC 1-0 gewonnen. Worauf führt ihr das zurück? Eigentlich ist ja der OFC sozusagen von Natur aus immer der Favorit. Ja, gut, vom Prinzip im Finale, wenn man im Finale steht, will man es natürlich auch gewinnen. Das ist die erste Motivation. Die zweite Motivation ist natürlich, wenn es gegen OFC geht. Das ist auch, das lernt man in der Jugend, da möchte man auch gegen OFC gewinnen. Und dann hatten wir natürlich auch das Glück, dass wir einige dabei hatten, die schon das ein oder andere Finale in der Stadtmeisterschaft gespielt hatten. Und da sind wir sicherlich ein klein wenig im Vorteil dann auch gewesen gegen die junge Mannschaft vom OFC, die ja auch mit ihrer neu formierten zweiten Mannschaft da waren. Mhm. Jetzt ist der OSC ja ein neues Produkt sozusagen. Seit dem 1. Januar gibt es euch erst ein Zusammenschluss aus der SG und dem BSC Offenbach. Hat das irgendeinen Einfluss auf eure Fußballleistung? Im Moment ist das Tatsache noch ein bisschen überschaubar, was den Seniorenbereich angeht. In der Jugend ist da gerade im Kleinfeldbereich sind da schon mehr Spieler verfügbar. Aber im Seniorenbereich bestehen wir eigentlich zu 100% noch aus dem Kern der alten Mannschaft von der SG Rosenhöhe. Von daher ist es jetzt aufs Hallenturnier bezogen, für die Stadtmeisterschaften jetzt noch kein Faktor gewesen. Dann gibt es, um nochmal darauf zurückzukommen, so eine große Tradition. Es gibt eine Revanche, ein Revanche-Spiel dann gegen den OFC. Da ist aber noch kein Termin bekannt. Genau. Ja, ist ja ein Bestandteil des Sieges oder des Preises neben dem Wanderpokal, den wir jetzt mitnehmen und ausstellen bei uns in der Kabine oder im Vereinsheim dann eben, ist eben noch ein Spiel gegen die Lizenzspielmannschaft vom OFC. Findet hoffentlich diesen Sommer wieder statt. Beim letzten Sieg haben wir auch eins gewonnen, da haben wir aber noch kein Turnier finden oder keinen Punkttermin finden können, aufgrund der Corona-Zeit und der Bestimmung. Freuen wir uns aber wieder drauf, weil so ein Spiel natürlich dann auch immer was Schönes ist, gerade wenn man viele junge Spieler mit dabei hat, kommen immer ein paar Zuschauer und gerade jetzt auch in Offenbach, da sind sicherlich der ein oder andere OFC-Fan auch, der dann den Weg hoffentlich auf die Rosenhöhe finden wird. Nochmal OSC, ein Ausblick, wo wollt ihr hin, wo steht ihr und was ist das Ziel dieser Saison? Ja, aktuell, am Sonntag geht es los mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Wir stehen auf dem zweiten Platz in der Gruppenliga und den geht es auf jeden Fall zu halten. Würde bedeuten, dass wir dann gegen Ende der Saison in die Relegation, in die Aufstiegsrelegation können, zur Verbandsliga. Und ich glaube, einige der Mannschaft hätten da richtig Lust drauf, wenn wir das so halten können, wenn wir das schaffen können. Aber müssen wir noch viel, viel tun, müssen wir noch bis zum Sommer richtig arbeiten. Und dann geht es hoffentlich vielleicht Richtung Aufstieg über eine mögliche Relegation. Wäre schön, wenn wir das mal schaffen. Glaube ich, gab es in der Vereinshistorie so auch noch nicht. Und dann kann sich jeder in die Geschichtsbücher des Vereins einschreiben, der dabei ist. Okay, wir wünschen viel Erfolg für den OSC Rosenhöhe und vielen Dank nach Offenbach. Vielen Dank, schönen Abend, bis Wochenende. Das waren die OFTV News. Wir wünschen gute Unterhaltung mit unserem Programm. Jetzt geht's weiter mit dem Wetter.